Suse und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Sims 4. Heute geht's weiter mit unseren Sims und wir müssen hier jetzt mal in unsere Ferienwohnung zurück. Es reicht. Sie pennt hier schon im Tempel. Oh nein, sie kommt nicht raus. Sie kann nicht nach Hause schwimmen. Oh nein. Okay, da müssen wir uns jetzt mal richtig beeilen mit ihm. Und dann holen wir sie gleich einfach zu uns. Ich hoffe. Nee, unsere Wohnung ist in einer anderen Zone. Da wird sie hinter uns her teleportiert. Ach, sehr gut. So, genau. Mit Olga hier hinreisen. Das macht es noch ein bisschen einfacher. Hör mal auf. Sehr gut. Oh, okay. Schnell nach Hause. Oh, das ist ja heute ein Tag. Genau, dann können die beiden sich mal hinlegen, können ein bisschen entspannen, unser Aufenthalt in Selvadorada genießen, denn wir wollen morgen, beziehungsweise heute Abend, wieder nach Hause. Ja, blöd gelaufen, würde ich sagen. Naja, komm, wir legen uns jetzt erstmal... Wir gehen erstmal schlafen. Hopp, schlafen, schlafen, schlafen. Sehr gut. So. Ach du, aber es ist bewölkt. Das ist schon mal das Positive. Und jetzt ist der sechste Tag vom Sommer. Das gibt's ja gar nicht. Der Sommer ist fast rum. Seht ihr? Und da ist schon der Streichetag. Oh je. Ist ja nicht immer im Frühling? Okay. Und ihr seht, Sonne, 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 Sonne durchgehen. Und dann ist auch schon Winter. Also es geht hier echt ratzfatz. Und ja, da... Oh Gott, so viel am Geburtstag. Seht ihr schon? Maike... Victoria, Holden und auch Logan. Oh Gott, ja, dann komm, dann geh schnell auf die Toilette. Gora. Ja, Gora, Gora, geh auf Toilette, schnell, 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 schnell. So. Und dann geh schnell wieder schlafen. Es ist 10 Uhr morgens und es fixen und es regnet. Ja, das ist doch auch mal schön. Man liegt im Bett, man wird berieselt. Oh, das ist schön. Das ist... Moment. Fehlt da irgendwie... Ich hätte gedacht, da fehlt vielleicht ein Pfeiler, okay. Dann halt nicht. Okay, du gehst... arbeiten. Oder? Ja, du gehst arbeiten. Sehr gut. Das ist die Beförderung. So, na komm. Und jetzt schlaf mal bitte. Und du arbeitest fleißig, damit die Beförderung auch reinkommt. Sehr gut, deine Beförderung ist das schon heute. Sie ist Zweiergrundschülerin, das ist auch in Ordnung. Okay. Duschen, ja, geh duschen. Du bist richtig dreckig. Dirty. Dirty Boy. Je, yeah, okay. Und dann kannst du ja was essen. Wir haben einfach diesen goldenen Frosch, aber ich will den nicht verkaufen, weil der ist einfach... Oh, hey, nö. Journalist oder Autor, yay, Berufszweig für Maike wählen. Autorin, wenn du gerne deiner Fantasie freien Lauf lässt, ist ein Leben als Autorin genau das Richtige für dich. Erfinde einen Charakter, erwecke ihn mit einer Geschichte zum Leben, bist du die Meisterin des geschriebenen Wortes. Achso, du bist die Meisterin des geschriebenen Wortes. Zu den Belohnungen gehören die Fähigkeit, mehrere Simlians mit Büchern zu verdienen. Journalist. Wörter können mächtige Waffen sein, wenn du die Wahrheit ans Licht bringen. Wenn sie die Wahrheit ans Licht bringen, oh Gott. Als Journalistin wühlst du in schmutziger Wäsche und bereitest sie vor der ganzen Welt aus. Zu den Belohnungen gehört die Fähigkeit, andere Sims über ihr Leben zu interviewen. 56, 60, 8 bis 16 Uhr. Oder 13 bis 21. Ich glaube, ich finde Journalisten angenehmer. Seite 2. Na komm, so. Oh Gott, jetzt ist das kaputt. Jetzt habe ich ewig diese Frucht. Sehr gut, also wir haben auf jeden Fall... Wir können unser Haus fast wieder weitergestalten. Das sind...
Okay, ihr seid wach. Das ist ja schön. Wie wär's denn mit... Jetzt muss ja auch ein bisschen Romantik im Urlaub sein. Aufreizen, posieren. Naja, das ist jetzt mit der Frucht hier ein bisschen blöd. Aber wir lassen das jetzt einfach mal. Ewige Liebe erklären. Vielleicht Simba. Lokale sehen, das würde ich gar nicht machen. Baby im Busch machen. Wir haben ja noch Platz. Ne? No? Na? Hallo? Oh. Ja, in den Flitterwochen, da ist es passiert. Wir lassen sie mal in Ruhe. Wir gehen. Gott, wir wohnen hier einfach direkt in der Klippe. Ich denke mal einfach so, was ist denn, wenn jetzt ein Erdrutsch ist? Dann haben wir von oben Bäume, die auf uns fallen, und nach unten fallen wir in eine Klippe rein. Das ist auch nicht gut. Nein. Okay. Oh Gott, sie ist wach. Hier müssen wir ja einen machen, ne? Schwangerschaftstest. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Na? Und sie ist schwanger. Mit Drilling. Oh, wir bekommen auch ein Kind. Und dann haben wir einen, dann ist das Kleinkind aus dem Alter raus, dann kommt das nächste. Oh, sie ist wirklich schwanger. Oh mein Gott. Bumba-Sim-Tanz. Kannst du auch Bumba-Sim-Tanzen? Du kannst nur tanzen. Tanzen. So. Und wir müssen mal... Goldenen Frosch, 10.000. Wow. Wir müssen mal... fusionieren. Movito! Oh. Oh. Wow. Muss die nochmal machen, bitte. Kannst du das nochmal machen? Bitte? Das kann nicht mehr. Wenn der Bauch jetzt schon... Der ist aber jetzt schon größer als... Oh mein Gott. Chaibol, Dormf, Awavine, Sensibi, Kinnikil, Swarspa, Githara. Forni, Fatoza, Bab. Lissarak. Wir beobachten einfach mal ein bisschen das Tanzen. Wavu, Ruskan Lumpima, Muchi Pichi, Camus Bantre. Selbstsicher. Nö. Die tanzen auf jeden Fall beide richtig Kiara gut. Balansif, das ist schon... in love. Squaz Plunze, Olivar. Aber allgemein, dieses Haus ist echt schön. Hallo? Ach, komm, wir schleichen uns mal ins Haus noch mal rein. Cranny, Maya Floof. Na? Aber irgendwie hat er gruselige Zähne. Ihr seht das auch, ne? Aha. Okay. Ja, heute um 4 Uhr Nacht geht's natürlich nach Hause. Trickster. Befala Narbal. Vinvet. Yips. Ne. Bobsini, Nabora, Shazel? Niebster, Monty, Ja, gehen die Badewanne, bist du schwanger, das ist in Ordnung. Ich glaube, ich habe das hier gemacht. Lass mal. Oh, er hat noch Hunger. Das ist dir gar nicht schlecht. Geht's weg? Ich glaube. Ja, ist weg. Sehr gut. Ein Rechner gibt's hier gar nicht. Na, das ist natürlich, schwierig. Soll mal anzünden. Genau. Noch so ein romantisches Feuer, das ist doch richtig schön.
Und willst nicht mal kochen? Ich meine, du isst zwar nicht, aber koch doch mal Obst. Oh, vergünstigt, weil wir Obst haben. Ob die Plasmafrucht auch zählt? Machen wir aber mal einen großen Obstsalat und dann kann sie ja essen, wenn sie Hunger hat. Kochfähigkeit erworben. Okay, sollten wir doch lassen. Und sie ist in der Wanne und sitzt im Dunkeln. Danach kannst du dich ja mal hinlegen. Du kannst dich danach auch hinlegen. Es ist spät. Hier fällt euch auf, hier gibt es keine Wäsche. Na gut, wäre auch schwierig, wenn ich hier überall Wäsche rum, weil es hier keine Waschmaschinen gibt. Das würde ja voraussetzen, dass man das Waschmaschinenpack hat. Naja. Na komm. Urlaubsende, noch 4 Stunden. Wir müssen packen. Ach ja, um 3 Uhr nachts sogar. Oh Gott. Gern. Das ist ja richtig schlimm. Ich stelle mir einfach so vor, 3 Uhr nachts. Ah, oh, okay. So. Genau, die beiden schlafen. Das Urlaub nimmt ihre Ende. Und er hat wieder Hunger. Und wir müssen mal neu... Mach mal Federmausköder. Was in einer... Wer schon einmal in Salvador Federmaus begegnet ist, kennt ihr aber in die Richtung. Na komm, schlaf weiter. So. Dann müssen wir ihn jetzt beenden. Und nach Hause. Das war doch ein schöner Urlaub, muss ich sagen. Wir haben einiges gesehen. Wir müssen nochmal dahin, weil wir noch nicht in allen Regionen des Tempels waren. Aber für den ersten Ausflug waren wir gar nicht schlecht. Wir haben einen Tempel auf Biegen und Brechen erkundet. Nur blöd, dass uns fast dabei jemand ertrunken ist. Aber gut, das ist halt so, ne? Das sind Kollateralschäden, nenne ich es mal. Ach ja. Schauen wir mal, was zu Hause in der Zwischenzeit passiert ist. Wahrscheinlich steht das Haus nicht mehr, ist abgebrannt. So. Fortgeschrittene Stadien von Nagafieber sind hoch ansteckend und wenn keine Behandlung erfolgt, kann das fatale Folgen. Nagawutfieber, okay. Knabbert man dann andere Sims an oder so? Für jede Karriere gibt es eine ideale Emotion. Ja, das wusste ich. Hallo. Wir sind zurück. Aus dem Urlaub. So. Wir gehen mal schlafen. Wir sind ja fix und foxy. Huch. Ah. Auf den Boden geklatscht. So, du gehst auch mal schlafen. Es ist 3 Uhr nachts, bring mal den Racker hier ins Bett. Kinderbetreuung ins Bett. So, und du kannst in der Zwischenzeit schon mal schlafen gehen. Ja. Ach, schlafen. Logan kann jetzt Treppen steigen. Er kann dem mit Erwachsenen. Verdammt, jetzt kann er Treppen steigen. Das kann uns mal nerven. Naja, er hat ja morgen zum Glück. Heute, ne? Übermorgen. Oh Gott, heute wird es nochmal richtig warm hier in unserem wundervollen Brindleton Bay. Ich wollte so raus. So, Brindleton Bay. Da ist die Stadt. Ich wollte gerade sagen, fährt er an Zug lang? Was? Mitten in der Luft. Die Häuser sind auch cool. Wahrscheinlich geht es da irgendwo nach Willow Creek. Okay, da sind wir. So. Warum bist du wach? Geh schlafen. Nee, ich mach das selbst aus. So, dein Set war. Okay, sie hat Hunger. Oh, da hat anscheinend was gebrannt. Das ist nicht gut. Okay, der Kleine schläft, auch wenn es nur ein rosa Bettchen ist. Das hatten wir halt noch im Keller. Deswegen, wir wollten nicht direkt ein neues kaufen. Es ist ja schon unser zweites Kind.
wäre ja unnötig. Hallo? Naja. Warum nicht, ne? Oh, das hier wächst alles. Das liegt im Gewächshaus, ne? Das liegt am Gewächshaus. Frühling, Frühling. Winter, ja, es liegt am Frühling. Das finde ich ganz lustig. Also durch das Gewächshaus wächst dann alles. Das ist ja schon mal Frühling. Nur das im Herbst, das wächst nicht. Was ist denn das? Weinreben, Weinreben. Spinat, Pilze, Chrysanthemen, Basilikum und Petersilie. Okay. Damit würden wir uns dann einfach mal nächstes Mal beschäftigen, würde ich sagen. Mein Gott, der ist gedeckt zum Frühstücken. Damit würde ich aber auch sagen, wir machen einen Cut für heute. Während hier der entspannte Morgen heranbricht. Und sehen uns morgen wieder. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.